Herzlich willkommen zu meinem 14. Wochenimpuls. Ich bin mal wieder draußen. Heute ist es ein bisschen stürmisch, ein bisschen sehr. Und da will ich jetzt rauf mit Ihnen. Das Stück haben wir schon geschafft. Und jetzt steigen wir da mal rauf, weil das passt ganz gut zu dem Thema, das ich heute habe. Dranbleiben heißt es. Ich hatte zuletzt einen Kunden, einen Coachee, der sich mit mir gemeinsam Gedanken machen wollte, warum er Projekte nicht wirklich fertig bekommt, warum man ihm halt auch vorwirft, er würde halt nicht dranbleiben, er würde zu schnell aufgeben und er hätte kein Durchhaltevermögen. Und das ist natürlich genau wie bei diesem Aufstieg. Es ist natürlich wichtig, dass man ja nicht nur mental dran bleibt, sondern einfach auch das Projekt zu Ende bringt. Ja, man kann nicht mittendrin aufhören und sagen, ich schaff's jetzt nicht, Pech gehabt. Das ist halt in der Arbeitswelt schwierig. Genau wie am Berg kann man auch nicht auf der Hälfte stehen bleiben und sagen, ja, Pech war es halt. Aber am Berg ist es genauso wie im Projekt. Ich muss mir halt vorher überlegen, schaffe ich diese Steigung? Bin ich fit genug? Habe ich das richtige Equipment, also die Ressourcen? Habe ich die richtige Kleidung? Habe ich einen Rucksack, Schuhe, was zu essen? Habe ich die Fitness überhaupt körperlich? Bin ich überhaupt imstande, das durchzuhalten? Habe ich einen Plan B? Was ist, wenn es nicht klappt, wenn was passiert? Gibt es jemanden, der mir helfen kann? Und das ist dasselbe wie im Projekt, das wissen Sie auch. Und wer da nicht ehrlich zu sich ist und seine Ressourcen falsch einplant, der kommt halt nicht nur ins Schnaufen, wie ich jetzt, sondern der kommt irgendwann ins Straucheln, stürzt ab. Oder im Beruflichen ist es halt, dass man das Projekt nicht schafft. Und wenn das einmal passiert, dann hat man immer noch irgendwie eine Erklärung. Aber wenn das öfter passieren sollte, dass man immer zu spät ist mit der Fertigstellung, dass man es nie so gut macht, wie man eigentlich wollte, dann hat man ganz schnell den Ruf weg, dass man eigentlich nicht in der Lage ist, ein Projekt zu leiten oder fertig zu bekommen. Und darin liegt doch das Geheimnis, sich vorher zu überlegen, was bedeutet so ein Projekt für mich? Bin ich die richtige Person? Habe ich die Kenntnisse? Habe ich das Rüstzeug dazu? Habe ich die Zeit? Habe ich die Ressourcen? Habe ich das ganze Equipment, um das zu schaffen? Und was mache ich, wenn es Schwierigkeiten gibt? Wenn es unplanmäßige Dinge gibt, die, ja, die halt immer wieder passieren, wissen wir alle. Wie kann ich darauf reagieren? Wer kann mir helfen? Wo kriege ich Unterstützung? Es hat also bei diesem Coachee weniger damit zu tun, dass er immer der ist, der nicht durchhält. Sondern wir haben dann festgestellt, dass er tatsächlich seine Ressourcen falsch eingeplant hat und sich viel zu wenig Zeit gegeben hat für die Aufgaben, die er zu erledigen hat und vorher nicht genügend überlegt hat, welche Ressourcen er tatsächlich braucht. Und das war schön für ihn und auch schön für seinen Chef, weil jetzt wusste er, woran er arbeiten kann. Und das machen wir jetzt auch. Also in Zukunft arbeiten wir zusammen und ich helfe ihm ein bisschen, das auf feste Füße zu stellen. Und so kann er auf jeden Fall jetzt seine Projekte in der entsprechenden Zeit mit den Ressourcen und mit der entsprechenden Unterstützung auch zu Ende bringen. Und er rief mich jetzt vor kurzem an und sagte, Mensch, Frau Tilly-Schmidt, das ist toll. Jetzt habe ich auch wieder Spaß, dran zu bleiben, auch wenn es mal ein bisschen doof läuft. Ja, auch wenn es mal gerade eine Schwächephase gibt, wie bei mir jetzt, kurz vorm Ziel. Aber ich laufe jetzt weiter mit ihm. Ja, er hält halt jetzt durch. Er fühlt sich wohl dabei und er ist bereit, auch Hilfe anzunehmen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja, das hat mich natürlich sehr gefreut. Und wenn Sie auch mal so ein Thema haben, worüber Sie mal nachdenken wollen, wo Sie eine Lösung suchen, kommen Sie doch einfach auf mich zu. Vielleicht steigen wir gemeinsam mal diesen Hügel rauf und beleuchten mal Ihr Thema. Mein Name ist Dagmar Tilly-Schmidt. Ich bin Business Coach und Achtsamkeitstrainerin. Und Sie erreichen mich unter dts.coachforbusiness@gmail.com. Tschüss und bleiben Sie dran.